Klappe. Probenbesuch bei Draußen vor der Tür. Also er kommt nach Hause, er war 3 Jahre im Krieg, hat kein Geld, hat Hunger, er friert. Er hat sich die Kniescheibe zerschießen lassen, hat ein steifes Bein und er ist traumatisiert, also schwerst traumatisiert vom Krieg, von dem, was er gesehen hat, von den Verletzten, von den Toten und seine Frau ist mit einem anderen Mann mittlerweile zusammen. Die findet er zu Hause vor und würde am liebsten um sich schlagen, Mord begehen, aber die Tür wird ihm vor der Nase zugeknallt. Da oben halte ich es nicht mehr aus. Ich mache das nicht mehr mit. Pennen will ich. Und tot sein. Kann er alles nicht mehr aushalten. Und deshalb springt er in die Elbe. In Hamburg. Die Elbe? Jo. Die Elbe. Du bist die Elbe? Es war gedacht, ich wäre ein romantisches junges Mädchen. Mit blassgrünem Teint. So Trypophilia mit Wasserrosen im aufgelösten Haar. Das Porträt eines, wie Adrian schon sagte, vom Krieg deformierten und schwer psychisch beschädigten Menschen. Anders gesagt, das Stück ist nicht ein Stück, würde ich sagen, gegen den Krieg, das ist auch leicht gesagt, sondern es ist eigentlich ein Stück über das, was Krieg mit Menschen macht. Also was der hat, nennt man heute posttraumatische Belastungsstörung. Wird bei Afghanistan-Kämpfern diagnostiziert, die dann richtig, also auch zivilberufsunfähig sind, die, wenn sie einen weißen Nissan auf sich zukommen sehen, auf der Philadelphia-Straße aus dem Auto springen und sich unter das nächste Auto legen, weil sie sozusagen mit Sprengladungen vollgestopfte Autos aus Afghanistan vor sich sehen. Was Adrian und mich verbindet, wir waren beide bei der Bundeswehr. Es gibt ja nur noch kaum Menschen, die bei der Bundeswehr waren. Und bei mir ist das ewig lange her. Ich habe später den Kriegsdienst verweigert. Aber ich war da mal da und kenne das sozusagen, das Innenleben einer Armee einigermaßen. Und Adrian kennt es auch. Das macht manches leichter in dem Verstehen dieses Stückes und der Strukturen, auch, die es beschreibt. Was kannst du denn nicht mehr, du lause Bengel? Alles kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr hungern, ich kann nicht mehr humpeln. Wir spielen eine Musik sehr häufig, also eine Band, und zwar die Doors. Und die sind eine der Sprachrohre gegen den Krieg, gegen den Vietnamkrieg gewesen. Man hört in dieser Musik bereits diese Todessehnsucht, sozusagen die Fahrt an die Klippe. When the music's over, yeah. When the music's over, turn out the light, turn out the light, turn out.